Servus Comic-Freunde. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und bevor es losgeht, drückt den Abo-Knopf und vergesst die Glocke nicht. Somit verpasst ihr in Zukunft keine Reviews und Berichte mehr. Und nun würde ich sagen, geht's los. Abfahrt. Yes! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Comic-Review. Wir haben für euch Mechanica Celestium. Nichts gut reden. Aus dem Schreiber- und Leserverlag. Ein Rezensionsexemplar, ein One-Shot. Herzlichen Dank dafür. Das Ganze kommt von Mervan. Das ist der Autor und Zeichner. Das Ganze kostet 32,80 Euro. Ist ein Hardcover mit 208 Seiten in Farbe und Bunt. In Farbe und Bunt, ja. Oh, es ist sehr schwer. Man kann damit auch jemand... Also schön Einband, muss ich sagen, haptisch, ja. Hat es mir sehr gut gefallen, oh ja. Weil ich diesen Stoff da ja. Sehr mag. Das ist wie ein richtiges Buch, also. Das wiegt 2 Kilo, glaube ich, oder so. Okay. Krass. So, wir haben folgenden Infotext für euch, damit ihr überhaupt wisst, um was es denn geht. Entweder die kleine Bauernsiedlung Pan liefert ein Viertel der Ernte an den übermächtigen Nachbarn Fortuna oder die Waffen sprechen. So lautet das von Fortuna gestellte Ultimatum. Und Pan höchster Volksvertreter hat genau 10 Minuten Zeit, um sich zu entscheiden. Durch eine Laune des Schicksals bietet sich in letzter Sekunde noch eine dritte Möglichkeit. Die Mechanica Celestium soll über die Freiheit von Pan entscheiden. Das ist ein Spiel. Ein Wettkampf. Ja. Genau. Es ist wie Völkerball. Ja. Es ist Völkerball. Man wirft sich gegenseitig mit Bällen ab. Genau. Aber in coolen Stadien. Sagt man Stadien? Ja. Ja, komm, da kommen wir noch dazu. Okay, Entschuldigung. Wir schreiben das Jahr 2068. Die Zeichnungen. Die Zeichnungen sind faszinierend. Weil wir haben ja warum so einen, denn? Wir haben so einen Aquarellstil. Sehr geil. Also hat mir total gut. Wirklich gut gefallen, ja. Gefällt mir wirklich. Ja. Ist mal was anderes. Vor allem mag ich auch diesen. Ne? Es sind im ersten Moment, ich würde sagen, es sind so knallige Farben, aber sie sind so ausgewaschen halt. Ne? So, das ja. Ist so aquarellig halt. Ich finde es sehr geil. Story ja. Halt, finde ich. Hier nochmal. Also wir haben Postapokalypse, Setting. Richtig, wir sind in Frankreich. Frankreich, ja, weiß man das? 2068, ja. Naja, die ganzen Ortsschilder, beziehungsweise wenn du mal wieder zurückblätterst, da wo sie schwimmen gehen, beziehungsweise wo sie hier rum... Okay. Das sind ja alles französische Wörter. Ja, okay. Ne? Ja. Also wir sind in Frankreich. Okay. 2068, ich wiederhole mich. Möchten Sie noch etwas zu den Zeichnungen sagen? Was? Wie fanden Sie die... Alpakalypse. Post-Apokalypse. Nadine hat in der vorigen Review irgendwann mal dieses Wort Post-Apokalypse rausgefunden und seitdem muss ich das jetzt immer sagen und irre lachen dabei. So, 2068 wieder. Ja. Das wird nicht, das ist, ja, wiederholen uns. Ja, was soll ich sagen? Schöne Zeichnungen. Schöne Landschaftsaufnahmen. Schöne Landschaftsaufnahmen. Nein, ich fand sie wirklich geil. Schöne unterschiedliche Charaktere, schöne Gebäude, also es passt für mich alles zusammen. Schöne Atmosphäre. Welt. Ja. Kaputte Welt, aber schön. Ja. Gepflegt. Und da habe ich dann aber auch so einen kleinen Kritikpunkt. Oh. Weil da kam jetzt was anderes, als man erwartet. Also wenn was ich jetzt Cover erwartet? So gesehen habe, dachte ich so an Tank Girl. Ne? Und dass ich hier einfach einen schönen Post-Apo-Comic bekomme. In Wirklichkeit habe ich aber einen Sportcomic, der in einer... Post-Apo-Umgebung stattfindet. Aber so ab dem oder nach dem ersten Drittel dreht sich es eigentlich nur noch um diesen Sport. Und es ist so eine Art Tribute von Panem-Geschichte. Ja. Also ja, es gibt drei Runden. Die erste ist noch auf einem ganz normalen, wie so eine Art Tennisplatz. Genau. Die zweite ist dann schon in so einem. Die ist also in Fortuna. Hier kann man hier mal so den Tennisplatz zeigen. Ja. Die zweite ist in Fortuna, da gibt es dann schon Wald und sowas, ne? Ja. Und die dritte ist dann auch in so einem... In Panem. Ja, das heißt aber Pan halt. Oh, genau, sorry. Die Tribute von Panem. Es ist die Tribute von Pan. Ist dann komplett im offenen Gelände halt. Ja. Ne? Also die zweite war noch in so einem Stadion, wo sie so eine Kuppel gebaut haben. Da hat mich auch an Tribute von Panem erinnert. Und aber im Endeffekt geht es dann zwei Drittel vom Comic nur noch um dieses Spiel, um diesen Wettkampf. Was ich halt ein bisschen schade fand, weil ich hätte gern viel mehr von dieser Welt erfahren, wie die da leben. Genau, dann steigen wir mal kurz ein. Wir lernen Asta kennen.
Asta und Wallis. Asta lebt auf einem Baumhaus und trifft sich halt jeden Tag mit Wallis und die gehen halt in der Umgebung, gehen die halt einfach auf, ich sag mal, ich nenne es jetzt mal ganz Schatzsuche, weil man eben Dinge, die man finden kann, zum Recyclingmarkt bringen kann und dafür kriegt man halt Nahrung und sonstige Gegenstände halt einfach. Ne? Genau. Und beim Wallis ist das Lustige, denn seine komplette Familie ist involviert in diesen Aufbau, in diesen Regionalaufbau von Pan. Und sein Vater ist zum Beispiel irgendwie der Vorstandssprecher des Ältestenrats, seine Mutter ist die Vorsteherin von diesem Markt halt. Und das hat eine ganz lustige Dynamik einfach, weil die leben getrennt und man hat halt die gleichen Problemchen, wie man jetzt auch hat. Das, was mich so ein bisschen irritiert hat, ist, mir haben so ein paar Zusatzinfos gefehlt, weil anscheinend so richtig postapokalyptisch scheint nur Pan zu sein, die wirklich im Außenbezirk leben, heißt es ja auch, ne? In der roten Zone, wo halt wirklich nichts aufgebaut ist und wirklich alles noch kaputt ist. Und wenn wir dann weiterkommen, schon in diese nächste Region, das ist dann so eine Agrarregion, wo wirklich auch schon wieder alle toll leben können. Mhm. Und in Fortuna ist alles total fortschrittlich und die fand ich auch und, stark hier, die Piraten. Und total sauber und ausgebaut halt. Und ja, in dem Fall gibt es auch so Piraten, die immer Geld haben wollen. Und das ist halt so die Welt, in die wir gebracht werden. Aber allerdings ist es dann das auch schon mit den Infos über die Welt. Ja. Was passiert ist und wer noch genau darüber Bescheid weiß, das kriegt man jetzt da auch nicht so mit. Es wird halt als so gegeben hingestellt, dass auf einmal im Pan, weil am Anfang hat man so das Gefühl als Leser, dass die nicht wissen, dass es noch andere Zivilisationen gibt. Und dann kommen auf einmal irgendwelche Leute und dann sagen sie, okay, ja, die Jugend wusste gar nicht, dass es andere Zivilisationen gibt, aber die Ältesten anscheinend irgendwie schon. Mhm. Ne? War ein bisschen unschlüssig für mich als Leser. Aber gut, hat jetzt der Story nichts abgenommen. Ich fand die Story ganz cool, ist eine Feel-Good-Story für mich. Weil es hier wieder so schön zeigt, wenn man sich gegen die Großen auflehnt und gewinnt, dann, ne, dann hat man eine gute Zeit. Wer verliert natürlich, ne? Aber es ist halt so, der Kleine lehnt sich auf gegen die Großen und es ist wie bei Tribute von Panem halt. Yeah. Ne? Es ist halt genau, it's the same story halt im Endeffekt. Was ich ein bisschen komisch fand, weil du es jetzt gerade hier aufgeblendet hattest, wenn wir in dieser zweiten Welt da sind, ich habe den Namen vergessen von dieser Agrarwelt leider. Fortuna. Nee, das ist diese Zukunftswelt, aber da, wo sie hier sind, das habe ich vergessen, wie sie heißt. Da haben sie so einen Storypart mit eingebaut, den hätte es für mich nicht gebraucht halt. Ja, das sind so die Neutralen, glaube ich, oder? Die sind so ein bisschen wie die Schweiz dann. Irgendwie schon, beziehungsweise haben die mal gegen Fortuna verloren und sind unter denen ihre Knechtschaft, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber manche Panels finde ich halt witzig, weil es auch manchmal so überzeichnet ist. Ja. Und da finde ich so ein bisschen, es geht so ins Komödiantenhafte. Und teilweise auch, wenn sie sich gegenseitig so abwerfen oder sie dann den Ball abfälscht, weil sie ihn hinten an ihren Arsch anhält und so. Also, fand ich ganz witzig. Und sie hat immer so einen Fuchsschwanz dranhängen. Ja, man muss aber sagen, also ich dachte am Anfang, die Hände, also das wäre irgendwie so Manga-mäßig mit so Furries oder so. Ja. Aber der hängt tatsächlich nur an ihrer Hose dran. Genau. Also das ist so ein Schlüsselanhänger oder so. Nadine hat am Ende dann ein bisschen geschimpft, weil sie so viele Fragen übrig hatte. Und dann habe ich ihr gesagt, die letzte Seite beschreibt es eigentlich ganz gut. Ach genau, hier. Darf man das schon sagen? Weiß ich nicht, aber die letzte Seite, beschreibt es eigentlich dann ganz gut, was mit den Fragen passiert, die du noch hast. Ja. Naja. Also es könnte eigentlich, es ist ein One-Shot. Es ist schade, dass es ein One-Shot ist. Aber es hätte Potenzial für Spin-Offs oder weitere Bände. Ja, finde ich auch. Also es ist ein ganz toller Comic, schön gezeichnet, wie gesagt. Ich fand auch die Atmosphäre geil. Ja. Also alles in allem fand ich einen tollen Comic. Wie gesagt, schade, dass es nur um den Sport ging am Ende. Du hörst dich jetzt auch schon anders an, wie an dem Tag, wo du ihn gelesen hattest, weil sie war echt ein bisschen enttäuscht. Ja. Ja, weil der Comic was angetäuscht hat. Genau. Und dann nicht gemacht hat. Ja. Aber ist jetzt schon anders. Ja, ich würde ihn trotzdem empfehlen. Also mein Gott. Ja. Ich meine, es ist ja auch nicht schlimm, dass es ein Sport-Comic ist. Nee. Es ist so, Mila kann fliegen. Also wer auf sowas steht, Sport-Comics oder Animes. Ja, wer auf Tribune von Panem steht. Genau, ganz der einfach. Kann sich sowas den Comic besorgen. Genau. Doch, für mich war auch ein schöner Ausflug, kann man auf jeden Fall empfehlen. Genre-Fans greifen zu. Ja. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns demnächst wieder. Ja. Habe ich irgendwas vergessen? Nee, habe ich nicht. Glaube ich nicht. Na, wir sehen uns demnächst wieder bei dem nächsten Sport-Review hier auf Geekology, dem Nerd-Kanal. Geekology, dem Sport-Kanal. Wir machen jetzt Sport-News. Genau. Nein, Leute, gönnt euch den Comic, macht Spaß.
Bis demnächst. Bleib nerdig, heb die Haare. Wiedersehen. Ciao.